Hallo? Tom und Torben sind gerade nicht da, aber die haben mir ihren Witz dagelassen. Den soll ich euch mal vorlesen. Skandal! King Kong hat die Schule geschmissen. Ja. Er war total schlecht! Polysemia! Alter, voll widerlich. Ich hab Ekelzeug in der Wohnung. Echt? Zeig mal. Kakerlaken. Puff! Also ich esse jetzt gleich im Mars. Und danach werde ich eine rauchen, ne? Masterplan! Puff! Nee, weißt du, ich hau jetzt ab. Das ist mir scheißegal, was du sagst, du Schlampe, ne? Du sagst mir immer so einen Scheiß. Du kriegst gleich. Das ist mir scheißegal, was deine Mutter gesagt hat. Was hast du jetzt davon, du Schlampe? Du dreckige Hure! Jetzt ist er kaputt. Alkoholmissbrauch. Puff! Du? Ja. Guck mal, der trägt Designer-Unterwäsche. Ja, Designer-Mutter. Puff! Eitsch! Puff! Nom 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 nom. Augenmaß! Puff! Na, bist ja eher blass, du Arsch. Naja, Geschmack hattest du ja eh nie. Und hast mal wieder eine Gurke drin, stehst du doch drauf. Dein Chef ist ein Clown! Bürgerkrieg! Puff! Herzlich willkommen, liebe Kinder, heute zur Verschwendung mit der Maus. Mal wieder. Heute verschwinden wir diese kleinen Pappschirmchen, die immer in diesen Drinks drinne stecken. Aber dafür müssen wir erstmal in der Diskothek rein. Und die ist gleich da vorne, da gehen wir jetzt rein. Stopp! Wo willst du denn hin, Meister? Na, ich wollte in ihre Diskothek rein. Nee, du siehst voll scheiße aus. Verpiss dich. So, Kinders, das hat nicht geklappt. Aber das versuchen wir gleich nochmal. Wir sind ja nicht blöde, wir haben uns ja verkleidet. So, kommen wir garantiert rein. Viel Spaß, ne? Stopp! Alter, du schon wieder? Ja, sicher, ich möchte gerne in die Etablissement hinein. Aber du siehst immer noch scheiße aus. Aber sie haben doch den da auch reingelassen. Alarm, Alarm, ich brauche Verstärkung. Okay. Ja, Kina, sind wir wieder nicht reingekommen. Aber letzten Trick, den haben wir noch. Stopp! Was willst du hier? Ich muss Sarah Connor töten. Ja, komm rein. Ist cool. Wir verkleiden uns jetzt und versuchen das normal. Stopp! Alter, sag mal, bist du nicht der Typ, der letztes Mal eine 11-jährige Tochter missbraucht hat? Ey, Junge, sehr fuck! Jetzt fick ich dich! Jetzt fick ich dich! Naja, Kinders, zu bereit, wieder nicht von Erfolg gekrönt. Aber nächstes Mal versuchen wir es weiter. Guckt so lange auf meine Internetseite www.derdickeonkel.ch. Wollen wir jetzt noch kuscheln? Puff! So, kann das sein, dass du schwanger bist? Ja, du weißt doch noch vor 9 Monaten im Badezimmer, wo du über mich hergefallen bist. Alter, ich hab gesagt, du sollst die Brille absetzen, Mann! Oh. Puff! Hast du eine Kreditkarte und 1000? Schnee! Puff! Gar nicht so einfach. Ja, von wegen. Ich weiß nicht mal, wo ich hier diesen schwulen Geiger oder diesen verdammten Hobbit hinstellen soll. Keine Ahnung. Gib mir das doch mal. Ah, was hast du? Ich hab mich an diesem Scheißding geschnitten. Regelschmerzen. Puff! Arriba! Guten Tag! Guten Tag, junger Mann. Was möchten Sie denn gerne? 100 Kondome! 100 Kondome? Ah, ja, was ist die Lady? Wollen Sie eine Tüte dazu haben? So hässlich ist sie nicht. Du bist so komplett geisteskrank!
Kann das sein, dass du schwanger bist? Wir sind seit 20 Jahren verheiratet. Du merkst nicht, dass ich ein Kerl bin, Mann? Ich hab schon Schwanz.